Was macht der Techniker eigentlich in der Wirtschaft? Wird da adäquat ausgebildet? Es wird Sie informieren, der Leiter der Technikerschule in Berlin, der wahrscheinlich größten Technikerschule in Deutschland. Das ist der Diplom-Ingenieur Stefan Platzek. An dem Titel merken Sie, er kommt nicht aus dem pädagogischen Bereich, sondern ist ein Seiteneinsteiger. Er ist außerdem Generalsekretär des VDT und an der Seite seines Vorsitzenden einer der Kämpfer für die Techniker im der Bildungslandschaft in Deutschland. Er versucht, die Schule als Schnittstelle zu begreifen zwischen der Ausbildung und eben der Wirtschaft, bedarfsgerecht auszubilden. Und er reflektiert natürlich dann auch darüber, was die Schule als Wegbereiter leisten muss und leisten kann, um die Techniker in einen guten Übergang in die Wirtschaft zu bringen. Meine Damen und Herren, Herr Stefan Platzek. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ich hoffe, dass auch Bild zu sehen ist. Jawohl. Gleich vorwegzunehmen, es wurde auch so anmoderiert, ich bin nicht ausbildungsadäquat beschäftigt. Ich bin Diplom-Ingenieur von der Ausbildung her, habe das studiert und bin dann in den Schuldienst gegangen, um jungen Menschen Technik näher zu bringen und leite inzwischen die staatliche Technikerschule. Ich soll und möchte Ihnen heute etwas über die Ausbildung als solche erzählen, damit alle, sag ich mal, informiert sind. Wir haben heute schon sehr viel über Durchlässigkeitsszenarien gehört. Auch das werde ich beleuchten. Ich werde mir Mühe geben, Ihnen zu erklären, was das Besondere einer Technikerausbildung ist und was es auszeichnet, dass diese Menschen, die bei uns den Abschluss finden, und da sind wir schon abschlussorientiert, formal orientiert, von der Wirtschaft zurzeit händeringend gesucht und absorbiert werden. Ich habe meinen Kurzvortrag hier in, wer ist wirklich kurz gehalten, in die Themen gegliedert, Bedarf der Unternehmen, was ist die Ausbildung, was zeichnet eine Technikerin, ein Techniker aus, welche Fachrichtungen vertreten wir speziell hier in Berlin, welche Zugangsszenarien haben wir bei uns an der Schule, da sind ganz interessante Parallelen gerade zu dem Podium eben zu ziehen, welche Auswirkungen hat dieses alles auf Studierende, aber auch auf Lehrende. Nicht zuletzt werde ich aber kurz über Jobschancen sprechen und dann einen Ausblick geben. Der Bedarf der Unternehmen lässt sich so zusammenfassen. Wir haben engen Kontakt mit den Unternehmen hier in der Region. Es wird Wert gelegt auf eine möglichst breite Ausbildung im Bereich der Allgemeinbildung. Selbstständig arbeiten sollen Techniker und Techniker können. In hoher Eigenverantwortung, das ist da inhärent in Selbstständigkeit. Gerade diejenigen, die bei uns die berufsbegleitend meine Schule besuchen, das ist immerhin 2/3 der Technikerinnen und Techniker zu zahlen, komme ich gleich, sind hoch belastbar. Die haben Familien nebenher, das können Sie sich, glaube ich, vorstellen, bringen ihre Kinder teilweise in die Kita morgens um 6 Uhr, gehen dann arbeiten und kommen dann abends bei mir an die Schule. Bei uns fürchten die Anwohner ungefähr in den nächsten, sage ich mal, Stunde schon das Eintreffen größerer Fahrzeugmengen. Um dann die Schulbank zu drücken, bis ja, die Sonne untergegangen ist. Und das wiederholt sich dann 2-3 Mal in der Woche und auch Sonnabend. Betriebswirtschaftliches Denken, das ist Technikern oft fremd. Das ist das, was Unternehmen aber heutzutage verlangen. Preisbewusstsein, Produktionsbewusstsein, verlässliche Ausbildung. Das ist das, was Schule vielleicht auszeichnet. Wir müssen uns als Schule ständig weiterentwickeln. Deswegen steht dort Kooperation mit den Unternehmen. Das hat Auswirkungen auf die Curricula, die wir an der Schule haben. Das hat damit aber auch Auswirkungen auf mögliche Durchstiegs- und Anerkennungsszenarien, weil sie eben, sag ich mal, doch individuell in der Region sind. Wir unterstützen diese verlässliche Ausbildung durch Zertifikate, die wir aus dem industriellen Umfeld übernommen haben, die wir mit anbieten, mit Prüfungen. Beispiele dazu könnten SAP-Scheine für die Software an der Stelle sein, aber auch ganz profane Schweizer Zertifikate.
Hier mal in Synopse, was ist eine Technikerausbildung? Ich habe es schon gesagt, Vollzeit, Teilzeit. Teilzeit berufsbegleitend abends und am Sonnabend. 2 bis 4 Jahre, beziehungsweise 4 Jahre, 2 Jahre in Vollzeit, 4 Jahre in Berufsbegleitung. Das ist schon ein ganz schön starker Tobak, 4 Jahre die Schulbank zu drücken, fern der Familie zu sein an manchen Abenden in der Woche. Und es sind nicht nur die Abende, wo man fern ist, nein, es sind auch die Abende, wo man dann lernen muss, wo man sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium dann trifft. Herr Schmidt hat das heute ziemlich deutlich gesagt, das ist dann so eine Gruppe, die an der Stelle ziemlich eng zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz stehen am Ende 4 Abschlussprüfungen nach einer Techniker-Projektarbeit, zu der komme ich gleich. Warum sind wir die größte Schule hier vielleicht in Deutschland? Nach den Zahlen sind wir es. Wir haben 1300 Studierende bei uns, 1/3 davon Vollzeit, 2/3 kommen berufsbegleitend. Ich habe 100 Kolleginnen und Kollegen, die das Tägliche dort erledigen. Und das sind auch 2/3 nicht ausbildungsadäquat eingesetzte Personen, weil es sind meistens Ingenieure, Ingenieurinnen, die an die Technikerschule gekommen sind, um hier jungen Menschen Technik beizubringen. Das müssen wir denen gar nicht beibringen, weil aus dem beruflichen Kontext, aus dem sie kommen, ist unser Slogan, die Facharbeiter und Facharbeiter, die sagen uns immer, wie sie die Dinge tun in den Betrieben und wir bemühen uns, ihnen mitzuteilen, mitzubringen, mitzugeben, warum sie es so tun. Das kann, sage ich mal, Auswirkungen auf die danach folgenden Studienwünsche der Studierenden bei uns haben, die immer stärker werden. Kompetenzen der Techniker, hier mal in Synopse, baut sich dieses Bild auf. Kommunikation, Skills sind wichtig, nicht wegzudenken. Englisch an erster Stelle, das ist die Sprache der Technik, ohne die geht gar nichts. Büroanwendung, Präsentationskompetenzen, das sind Dinge, die dem Facharbeiter, der Facharbeiterin vielleicht nicht ganz so inhärent sind, wird mehr. Soziales, im Team und in der Gruppe zu arbeiten. Nochmal das Bild der im vielleicht Hörsaal geschlossenen, homogenen Gruppe zeigt es deutlich. Das setzt sich außerschulisch fort. Lernen, hohe, sag mal, Übernahme von Verantwortung des selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens, das zeichnet Technikerinnen und Techniker aus. Das kommt mit der Zeit, die sie bei uns sind. Wir haben auch Exit-Szenarien, dass Menschen die Ausbildung abbrechen. Das stimmt. Und das tun sie meistens im ersten halben Jahr. Wir haben ein semesterorientiertes Studium an der Stelle. Dann liegt es meistens daran, dass sie es, sage ich mal, nicht organisatorisch in Anführungsstrichen gebacken kriegen, diesen harten Stiefel da an der Stelle da zu reiten. Aber es sind auch Kompetenzen, die in Richtung Führung gehen. Das ist ganz klar das, was nachgefragt wird. Da sind betriebswirtschaftliche Dinge mit nicht nur eingebaut, sondern verlässlich abrufbar. Ich habe SAP angesprochen. Das ist, sage ich mal, aus der heutigen Wirtschaft in dem Bereich der Produktion fast nicht mehr wegzudenken. Auch in Branchen, wo man es gar nicht vermutet, zum Beispiel im Hochbau oder in handwerksnahen Szenarien. Projektmanagement ist inhärent, da Technikerinnen und Techniker eine Projektarbeit, eine Technikerarbeit schreiben müssen, wird das während des Studiums häufig trainiert und die Verantwortung für Projektmanagement wird übernommen. Das zeigt aber auch, wo sie dann später landen werden. Gerade zum Beispiel im Bereich der Baubranche werden das Bauleiterinnen, Bauleiter, aber eben auch im Bereich der Produktion wird das die Nahtstelle zwischen Produktion und Entwicklung, und da wird, so ist zumindest meine Wahrnehmung heute, sehr stark projekthaft gedacht und nicht mehr so sehr in Produktlinien und Ähnlichem. Da werden Projekte realisiert. Fachlich, das ist der Schwerpunkt gewesen der letzten, sage ich mal, 50 Jahre. Da oben die 50 deutet darauf hin, wie lange es die Technikerschule in Berlin einfach schon gibt. Das wird in Theorie und Labor gemacht, aber eben auch in Projekten. Im Betrieb steht ganz unten da, wo die Technikarbeit ihre Themen herfindet. Da gibt es oft Verbesserungen der Produktionsprozesse, die sich in barer Münze auszahlen und ausdrücken lassen. Aber eben auch durch Szenarien wie Distanzlernen, E-Learning ist heutzutage in Technikerschulen
sage ich mal, weit verbreitet, gehört zum Standard, um Dinge nachzuarbeiten. Wir haben gerade Menschen, die berufsbegleitend zu uns kommen, die können nicht immer an der Präsenzphase teilnehmen, speziell wenn sie, sage ich mal, im Schichtbetrieb oder in Bereitschaftssituationen sich wiederfinden. Die müssen die Chance haben, diese Unterrichtsinhalte dann nachzuarbeiten. Wir setzen da verstärkt auf E-Learning- und Distanzlern-Szenarien. Die Fachrichtungen hier wirklich in schneller Synopse, ganz oben die Wirtschaftsinformatik, das ist ein staatlich geprüfter Betriebswirt, hat mit Techniker in dem Sinne nichts zu tun, ist aber ein Fachschulabschluss. Die Klassiker Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau stehen immer noch ganz oben in den letzten 50 Jahren, prägend für die Schule, aber immer wieder neu ausgerichtet. Automatisierung und Energietechnik haben wir heute schon gehört, ist das, was die Industrie heutzutage abfordert, haben will. In der Informatik sind es Daten- und Kommunikationsfelder, die abnehmen, Technikerinnen und Techniker im Bereich der Netzwerktechnik, aber auch der Mobilfunktechnik. Maschinenbau, das ist klassischer Maschinenbau, durch den komme ich gleich auch noch zu, durch den eher regionalen Bezug. Das, was in Berlin noch übrig geblieben ist an Maschinenbau, wird hier, sage ich mal, bedient. Wir sind in der Region Vorreiter, Weltmarktführer im Turbinenbau, sei es Flugzeugturbinen oder Kraftwerksturbinen. Das zeigt, sage ich mal, was im Maschinenbau dort passiert. Das bedeutet aber auch für uns ganz klar, wo müssen wir rein investieren als Schule in entsprechende Ausstattung, Entwicklungsszenarien und Ähnliches. Heizung, Klima, Sanitärtechnik, da geht es um Gebäudemanagement, Facility Management im Allgemeinen. Da übernehmen Techniker Verantwortung für größere Einrichtungen, größere Gebäude, auch Gebäudekomplexe. Zeigt, wo es hingeht. Ohne betriebswirtschaftliches Denken ist da nichts machbar. Bereich der Bautechnik, Planvorlage berechtigt für Techniker. Das war auch ein, sage ich mal, ein Kampfgebiet. Herr Schüli wird es wissen, dass wir das versucht haben, in vielen Bundesländern durchzusetzen. Das ist gelungen. Bio- und Umwelttechnik als ein Schwerpunkt auch hier in der Region. Das zeigt auch, dass wir gerade bei der Biotechnik aufstrebende Branchen mit hohem Innovations- und Investitionsbedarf auch da die entsprechenden Nachfragen bedienen. Und das ist nicht immer einfach, da die Investitionen dem mitzukommen. Da hilft uns teilweise Förderprogramme des Bundes und der EU, die mir als Schulleiter es möglich machen, hier an Ausstattung heranzukommen. Auch dieses Gebäude hier zeigt, im Bereich der Medientechnik hier an dieser Schule konkret, wie sowas geht. Und ich denke, wir profitieren auch alle davon, dass hier realitätsnah ausgebildet wird. Nun zu den Zugangsszenarien. Rein formal abgeschlossene Berufsausbildung ist erforderlich. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben unten einen Baustein, der unten zu sehen ist, der gerade eben besprochen wurde. Ein Jahr einschlägige Berufserfahrung. Das ist das Gros der Studierenden, die zu uns kommen, die genau diese Voraussetzung erfüllen. Aber es sind zum Beispiel auch ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die sich bei der Bundeswehr verpflichtet haben, die noch mit Weiterbildungsgeld in der Tasche auf die entsprechenden Fachschulen einströmen und sagen, was kann ich tun, wo kann ich mich jetzt hier weiterqualifizieren. Also auch da erfüllen wir, einen Anspruch der Weiterbildung. Aber wir haben eben auch eine Gruppe der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher, die aus den Hochschulen wieder zurückkommen, also eine Reverse-Durchlässigkeit. Sehr spannend, habe ich das eben verfolgt. Wir versuchen das dort an der Stelle mit kriteriengestützten Einzelfallentscheidungen, die dann fast zu Pauschalen werden, dass Menschen, die an den Hochschulen zunächst scheitern, ich möchte es wirklich sagen, zunächst scheitern, dann zu uns kommen können, Techniker machen mit Anrechnungsszenarien, um dann wieder auf den Arbeitsmarkt in Anführungsstrichen zu können, möglicherweise dann ein Studium anschließen, was danach etwas erfolgsversprechender ist. Das liegt natürlich auch an den entsprechenden Betreuungsszenarien. Wir haben Betreuungsszenarien im sogenannten Semesterverbund von ungefähr 30, 35 Personen. Das ist natürlich deutlich geringer, als was uns an den Hochschulen, begegnet. Uns begegnet deswegen, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch noch mit Lehraufträgen an den Hochschulen ausgestattet sind und wir relativ genau wissen, was an den Hochschulen passiert. Und das können Sie mir glauben, da passiert nicht viel anderes, als was an den Technikerschulen passiert. Auswirkungen auf Studierende habe ich schon gesagt, Eigenverantwortung, Selbststeuerung, Belastung, aber auch Selbstkontrolle. Die Themensuche bei der Technikerarbeit ist problematisch, wenn Sie in der Vollzeitform kommen und nicht aus dem Betrieb Themen mitbringen, aber da können wir Sie unterstützen. Für Lehrende ist es so, dass wir uns immer mehr als Moderator sehen. Wir bereiten Material vor. Wir müssen uns aber als Lehrende auch selber fortbilden. Wir müssen viel Zeit für Fragen haben und wir brauchen auch als Lehrende Zeit und Mut. Das meine ich
bewusst so, mit den Studierenden ins Labor zu gehen und die Technikerarbeiten zu betreuen, weil es dort teilweise, gerade bei den Technikerarbeiten, aus dem betrieblichen Umfeld Dinge sind, die nicht, sage ich mal, jeder Lehrende, der vielleicht seit 10 Jahren denkt, er kann immer dasselbe machen, dann weiter auch machen kann. Ins Labor zu gehen heißt immer, da kann was schief gehen, da geht auch was schief und das ist meistens das genau das, was man an der Stelle haben möchte. Kommen wir zu den Jobchancen. Ich könnte mein Geld heute damit verdienen, dass ich Technikerinnen und Techniker an Industriebetriebe vermittle. Das ist so. Es werden Prämien theoretisch ausgelobt, ich nehme sie nicht an, sondern ich freue mich direkt mal, dass ich den Plattform bieten kann, dass ich die Anforderungen aus Industrie und Wirtschaft hier bedienen kann. Das zeigt, die Industrie kommt zu uns, will in die Abschlusssemester rein und Menschen sofort gleich mitnehmen. Feedback der Ehemaligen unterstützt das. Ja? Wir sehen das in kleinen und mittleren Unternehmen, dort kommen sie unter, aber auch in Großbetrieben. Ich habe die Turbinenfertigung hier an der Stelle gesagt. Ja? Das mag den einen oder anderen jetzt vielleicht erschüttern, aber freie Ingenieurstellen können nicht besetzt werden und da nehmen die Unternehmen einfach Folgendes, dass sie einfach auf Techniker zurückgreifen und an der Stelle auch eine gute Wahl meistens fällen, weil sie sofort Menschen kriegen, die aus der beruflichen Praxis kommen. Auch Ingenieure, die aus der Hochschule kommen, sind nicht unmittelbar in Industriebetrieben einsetzbar. Das habe ich an meiner eigenen Vita erlebt und ich glaube nicht, dass sich das in der jetzigen Zeit so entscheidend geändert hat. Das heißt, das Investment in Menschen von Hochschulen, die erstmal an die betriebliche Realität daran zu führen, entfällt bei Technikern und Technikern. Und machen wir uns nichts vor. Natürlich ist es so, dass sie nicht immer volles Gehalt kriegen. Das ist natürlich das andere Problem. Ja, wir haben also eine tarifliche Problematik für Techniker, die auf Ingenieurstellen sitzen, die nicht ingenieuradäquat bezahlt werden. Da freue ich mich auch mal auf eine spannende Diskussion, ob man dann eben das Abschlussorientierte an der Stelle nicht aufgeben sollte und bezahlen sollte nach dem, was diejenigen, die vor einem stehen können. Wir sind eher regional hier ausgerichtet. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich für viele Technikerschulen in Deutschland, sage ich mal, genauso zutreffend ist. Die bedienen den Bedarf in der unmittelbaren oder auch etwas weiteren Region, haben aber nicht den Fokus, sage ich mal, für weltweite Unternehmensfindung da auszubilden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass unsere Techniker weltweit, habe ich schon gesagt, englische Sprachkenntnisse sind erforderlich, weltweit im Einsatz sind. Egal, wo ich in der Welt irgendwo bin, mir sind immer Ehemalige meiner Schule begegnet, die im Einsatz für Industrieunternehmen dort tätig sind. Ja. Zertifizierungen, die über das, was Technikerzeugnis hinausgehen, helfen an der Stelle sehr. Wir haben, sage ich mal, ein Portfolio von Zertifikaten, die wir in den unterschiedlichen Bildungsgängen anbieten, sei es, sage ich mal, CAD-Scheine, sei es Cisco-Scheine, sei es Schweißerscheine oder auch SAP, hatte ich schon gesagt. Die Fachhochschulreife ist zurzeit dabei, war bis vor kurzem, sage ich mal, immer noch erforderlich, um zum Studium zu kommen. Das ist nicht mehr der Fall. Wir haben es heute gehört, Techniker haben den allgemeinen Hochschulzugang, wenn sie es denn wünschen. Anerkennung von Bachelor-Modulen, das ist eine Sache, die im bidirektionalen Verhandlungsszenario mit den Hochschulen der Region unglaublich schwierig ist. Deswegen war ich sehr gespannt heute über, sage ich mal, Anrechnungsszenarien, die präsentiert wurden. Das ist, sage ich mal, ein großes Problem gewesen. Wir können konstatieren, je mehr Probleme Hochschulen haben, Studierende oder Studenten selbst zu akquirieren, desto höher ist die Bereitschaft. Private Fachhochschulen wurden oder Hochschulen wurden dort schon genannt. Will ich mich jetzt gar nicht weiter bewerten. Wir werden kürzere Module, sage ich mal, für Zertifizierung anbieten, dass wir also die Ausbildung an der Stelle modulhaft aufstellen. Wir werden noch mehr Blended Learning machen, um Menschen, sage ich mal, im Distanzlernen das Lernen noch stärker zu unterstützen. Wir werden eigene E-Learning-Module und die Kollegen haben schon unglaublich viel an der Stelle erzeugt. Sie haben eigene E-Learning-Module produziert, die sich letztlich auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen exportieren ließen, also auch auf andere Technikerschulen ausdehnen. Da fehlt so ein bisschen der Verbund. Die Schwerpunkte verschieben sich ständig. Wir achten da sehr genau, was Wirtschaft sagt, haben auch die Plattform mit Wirtschaft, die es zu diskutieren. Und meine Aufgabe ist es, sage ich mal, als Schulleiter auch dafür zu sorgen, dass sich das Kollegium an der Stelle so weiterentwickelt, dass sie die an das Kollegium gestellten Herausforderungen wirklich auch ernst nimmt und auch aufgreift und die auch vor allen Dingen befriedigen kann. Das ist ein Problem, da Lehrkräfte natürlich
in dem Modell, einmal Staatsexamen kannst du immer weitermachen damit. Das scheitert, sage ich mal, im Bereich der Technikerschulen. Damit möchte ich zum Ende kommen. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Überblick gegeben, was Technikerausbildung bedeutet, dass Sie eine Vorstellung haben, was Sie erwartet, wenn Sie auf der Straße einen Techniker treffen oder wenn Sie, sag ich mal, selber in dem Kontext wären, mal einen einzustellen. Ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich. Die meisten stellen ihr Licht stark unter den Scheffel, was ihre sag ich mal, Ausbildung angeht und auch ihre Fähigkeiten. Damit erstmal von meiner Seite vielen Dank. Und für Fragen bin ich immer gerne offen. Ich hoffe, ich habe die Zeit eingehalten. Jetzt habe ich Sie als Kämpfer für die Techniker angekündigt. Das klingt jetzt so, als hätten Sie die Kämpfe alle schon gewonnen. Nein, das haben wir sicherlich nicht. An welchen Fronten hakt es denn noch? Naja, das sind die Themen, die heute Morgen letztlich auch angesprochen wurden, sag ich mal, der konkrete, pauschale Anerkennungsszenarien, das ist das, was wir uns für Techniker wünschen würden, dass wir dort auch mitarbeiten. Da fehlen, sag ich mal, auch Kompetenzmessungen, das ist auch angesprochen worden, auch das Messen informeller Kompetenzen, das sind Sachen, die, sag ich mal, unterentwickelt sind, wo wir, ich sag mal, vielleicht zu wenig Expertise haben im eigenen Umfeld, da wirklich was leisten zu können. Da würden wir uns, sag ich mal, auch von der Wissenschaft und von der wissenschaftlichen Begleitung was wünschen. Ich habe das heute Morgen selber schon mal so empfunden, dass wir so Bildungsinseln haben, die untereinander gar nicht so richtig verbunden sind. Da fehlt so die eine oder andere Fähre. Ist das das Problem, dass zu wenig ausgetauscht wird, zu wenig aufeinander abgestimmt wird? Na, ich wollte es mal so rumdeuten, das kann sein, dass der Eindruck entsteht. Ich hatte es ja auch eben kurz gesagt. Es fehlt, sag ich mal, eine schlagkräftige Lobby. Lobby A von den, sag mal, Institutionen, die das leisten könnten, aber es fehlt auch die Lobby der eigentlich Betroffenen. Das heißt, der Technikerinnen und Techniker, die, ich sage es mal ganz deutlich, die lieber arbeiten, als, sag ich mal, politisch zu wirken. Ja. Naja, aber auch das kam ja vorhin durch, so ein paar Indianer brauchen wir ja dann am Ende des Tages doch noch. Ja, ein paar sind ja auch hier. Ja. Meine Damen und Herren, noch Fragen an Herrn Platzek. Gerber vom DAA Technikum. Wie hoch schätzen Sie denn den Bedarf ein, bei den Technikern überhaupt noch an eine Hochschule zu gehen, wenn die diesen Abschluss bereits erworben haben? Also wir haben bei uns mal eigene Befragungen durchgeführt. Es ist halt so, dass zwei Drittel der Absolventen, und wir haben im Wesentlichen die gefragt, kurz bevor sie fertig sind, wollen studieren, irgendwann in ihrem Leben. Ein Drittel insgesamt würde das in den nächsten 2 bis 5 Jahren für sich vorstellen können. Es fehlt zurzeit, und das fand ich auch sehr spannend heute, weil ich das eben auch gehört habe, es fehlt, sag ich mal, an berufsbegleitenden Studienangeboten. Das ist ein ganz großes Manko in Deutschland, weil die Hochschulen natürlich, sag ich mal, noch sehr darauf fixiert sind, mit den Studierenden, die zu ihnen auf dem regulären Weg kommen, sag ich mal, denen ein entsprechendes Angebot zu machen. Aber gerade vor dem Hintergrund lebenslanges Lernen, nicht als Selbstzweck, sondern als Fachkräftesicherung für die Wirtschaft und Industrie, geht sehr viel Potenzial dadurch verloren, dass man dort, sag ich mal, nicht eine, in Anführungsstrichen, Nachakademisierung für diejenigen machen kann, die in den Betrieben schon gesehen haben, worauf es ankommt. Vielleicht eine kleine Frage am Rande. Mich hatte nur interessiert, Sie hatten die Kollegen angesprochen, Ihr Kollegium. Ich komme auch von der Deckerschule, ein Fachleiter dort in Sachsen, und wir haben ein relativ überaltertes Kollegium. Wie sieht das bei Ihnen aus? Nicht viel besser. spezielle Berliner Problematik, also wir haben aufgrund, sage ich mal, der politischen Entscheidung, das Beamtenwesen aufzugeben im Lehrkontext, haben wir eine starke Eingruppierungsproblematik. Das heißt, Lehrkräfte, die bei uns neu anfangen, werden als Angestellte eingestellt, zu Bedingungen, wo sie mich dann fragen, ob das jetzt ein Wochenlohn ist, was dort ihnen monatlich gezahlt wird, oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Und an der Stelle krankt es halt, sage ich mal, dann auch. Überzeugungsarbeit zu leisten, ist da manchmal nicht hilfreich, weil es geht letztlich ums Geld. Ja? Also es gibt, sage ich mal, immer wieder Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die den Weg in den Schuldienst wählen, bewusst für sich wählen.
aber da muss dann eben auch adäquat bezahlt werden. Auf der anderen Seite sind wir natürlich bei den Lehrkräften auch genau im Wettbewerb der sogenannten Fachkräfte, weil wir den Fachkräftemangel extrem an der Stelle merken, geeignete Bewerber und Bewerber an der Stelle zu finden. Das sind dann oft ältere Kollegen aus der Wirtschaft, die ja, das aus Beweggründen machen, zu sagen, ich will jetzt was zurückgeben, ich habe genug verdient. Es ist leider so. Thank you.